Hallo zusammen aus Bangkok. Wir sind Stefan und da. Und heute an diesem Samstagnachmittag haben wir uns mit unseren Freunden Bodo und Nam. Hi guys. Hi. See you again. Genau, wir haben uns gedacht, machen wir einen Ausflug zum. Wo sind wir hier da? Skullen in Swannapom, Thailand. Genau, das heißt Happy and Healthy Bike Lane. Und genau, direkt am Suvarnabhumi Flughafen gibt es einen Radweg, der führt einmal komplett 23 Kilometer um den ganzen Flughafen rum. Und da kann man sich ein Fahrrad ausleihen. Klar, macht Sinn, wir haben auch keins. Ich glaube 400 Baht, haben sie gesagt, soll das kosten. Genau, schauen wir mal. Hier ist der Hauptparkplatz, also ich werde natürlich den Standort von dem Ort unten in der Videobeschreibung verlinken, dann findest du den auch genau. Oh, ein Elektroauto, die werden auch immer mehr. Elektroscooter, also die Motorbikes sieht man auch immer mehr. Okay, aber heute geht's um Fahrräder. Schauen wir mal, oder? Ja. Ja, auch interessant. Schau mal, neben den Toiletten am Eingang. Air Quality Index. Heute geht gerade noch. Okay, und hier ist der Eingang anscheinend. Okay, und dann müssen wir natürlich erstmal die Temperatur checken. Wie überall, wenn man in Gebäude auch reingeht. 36,2. Ich glaube bis 37,5 ist alles im grünen Bereich. Ah, da haben sie sogar so Fahrradständer. Platzsparend. Wenn man hier eine Pause einlegen will, gibt es auch kleine Shops. Weißt du, wo man sich die Räder ausleihen kann da? Wo kann man sich die Räder ausleihen? Ciao, Chakayanti, nein. Okay. Komm. Ja, glaub, das sind wir richtig. Nicht hier, oder? Da? Ah, da. Ja. Ach, das sind verschiedene Anbieter, oder? Nein, das sind Shops da. Hier schon richtig. Ciao, Chakayan, hini. Wirst du erst fragen, oder? Ach so, genau. Das habe ich, glaube ich, gelesen, dass man sich registrieren muss hier. Eine Person muss sich hier registrieren mit dem Ausweis, soviel ich weiß. Also es ist tatsächlich so, wenn man hier regelmäßig kommen würde, wie Nam, sie war schon öfter hier, dann ja, muss man sich richtig registrieren. Und jetzt wie hier bei unserer Gruppe, das reicht, wenn wir jetzt, also wir kommen jetzt nur einmal her, nehme ich mal an, dann reicht es, wenn einer von der Gruppe den Ausweis abgibt zum Registrieren. Bodo, du hast auch, glaube ich, eine Ausrüstung mitgenommen, oder? Bisschen was? Ja, Handschuhe hast, glaube ich, dabei, oder? Hast, für alle Fälle. Käppi. Ja. Sonnenbrille. Ja, gute Idee, wenn die Sonne flach steht. Ja, schauen wir mal. Hier geht's rein zum Vermietungsshop. Und das sind, wow, ziemlich gute Fahrräder. Es ist auch nicht ganz günstig. Mal schauen, ob das stimmt. Ja, genau. Also 400 Baht für 4 Stunden. Ab 400 Baht. Es gibt sogar noch die besseren. Die normalen werden schon reichen, oder, Bodo?
400 Bart. Ja. Die schauen ja gut aus. Die haben ja keine anderen Erfahrungen. Ja. Da ist, glaube ich, auch der Helm mit dabei. Okay, also noch ein Tipp. Sie nehmen hier kein Bargeld an, nur Karte oder Kreditkarte. Das ist wichtig zu wissen. Also nimm deine Kreditkarte mit. Okay. Also, genau. Helm ist dabei. Und jeder von uns hat so ein Armband bekommen. Die haben jetzt nichts mit den Fahrrädern zu tun, sondern um anscheinend Türen aufzusperren, irgendwas aufzumachen. Das sehen wir dann bestimmt gleich. Raus ins warme Wetter. Und genau, es ist alles One-Way, also Einbahnstraße. Man kann nur in eine Richtung fahren und dann, wenn man einmal losgefahren ist, nicht mehr umdrehen. Aber wir werden es schon schaffen, oder Bodo? Wir haben ja Zeit. Bodo, du weißt, glaube ich, noch, als der Flughafen eröffnet hat, oder? In Bangkok. Wie war das? Du hast mir erzählt, was habt ihr da gemacht? Gar nichts. Fallschirmspringen war die doch, oder? Ja. Und wie viele Leute waren da dabei? 940 oder 60 oder so ungefähr. Ja, Wahnsinn. Was ist denn das hier nun? Das sind die Gänge. Gangschaltung, also... Ach so, der eine rauf und der andere runter. Genau. Also das sind die einzelnen, glaube ich. Und dann müssen hier noch drei Stufen sein. Ja. Also hier dann von 1 bis 8. Ja. Und dann, wenn du eins hochschaltest, dann 9 bis 16, hat wahrscheinlich 24 Gänge. Passt dein Fahrrad da? Ja, ich passe. Ich habe schon geschickt. Ich habe jetzt gedacht, mein Sattel ist ein bisschen hoch, weil ich fahre jetzt normal nicht so viel Rennrad, Sportfahrrad, schon auch viel Fahrrad, aber er hat gemeint, nee, ist gut so. Ja, das Wichtige muss man mit dem Höhe und wenn, wie heißt das, gehst du runter, das kann ich nicht, wieso das? Nicht so stark abgewinkt. Muss man ein bisschen so wie das. Und das ist gut für Pleite, kann ich auch. Ja, Nam hat sich noch, sie kauft noch was. Ja, ein bisschen Snack, ein kleines Snack, weil sie braucht Energie. Dann geht's los. Ja. Okay, verstanden. Okay, also da meint, sie hat bei Namen nachgefragt, weil sie ja Member ist. Es ist kostenlos, ja. Anmeldung ist kostenlos. Nur, also das hier mit dem Chip. Man muss sich halt anmelden und wenn man dann Geld drauf lädt, dann kann man hier was einkaufen. Genau. Are you guys ready? Then let's go. Und da blitzt schon gleich davon. Aha, ja genau, jetzt sehen wir, wofür wir den Chip gleich brauchen. Das sind die Türen, die er gemeint hat. Ja, ich nehme an. Wo? Halt's mal länger hin. Ha? Oder links. Ja, war schon richtig. Okay. Wir sind drin.
und gleich hier auf dem ikonischen blauen Radweg. Wo ist Bodo? Kommt schon. Und hier sieht man auch schon den Kanal und der Radweg führt auch direkt am Kanal rum. Den Kanal haben sie gebaut, auch ja, vor dem Flughafen noch, das war Voraussetzung. Der soll Hochwasser verhindern. Der führt auch einmal komplett um den Flughafen rum. Da kommt ein sehr schneller. Genau, weil der Flughafen liegt sogar ein bisschen unterhalb dem Meeresspiegel. Da? Alles gut? Ja, ich kann schon nehmen, wenn du willst. Soll ich es nehmen? Ja, das sind Sportfahrräder. Klar. Ich kann es nehmen, das ist kein Problem da. Gib mir. Wirklich? Ja. Ja, das ist so gut, richtig. Guck mal, wo man angehängt haben. Geht's mit dem Schalten, Bodo? Okay, also so wie es ausschaut. Ah ja, genau, hier sieht man auch schon Markierungen. Ich glaube alle 250 Meter gibt es eine Markierung. Und ist das der Fast Track für die schnellen Fahrradfahrer? Weil es ist ja One Way, also andere Richtung kann es jetzt nicht sein. Ich fahre dann doch wieder lieber links gleich, lass den noch vorbeifahren, weil die Überholspur ist auf der rechten Seite, genau hier. Das sind wohl die schnelleren. Ah, sind schon alle ziemlich schnell unterwegs. Da kommt auch schon wieder ein Flugzeug. Und wir sind hier an dem nordöstlichen, also nordöstlichen Grenze vom Flughafengelände. Gut, das Gelände ist natürlich innerhalb, klar. Wir sind schon außerhalb, aber direkt am Rand. 750 Meter haben wir schon von 23. Jetzt muss ich ein bisschen aufholen. Dafür, dass heute Samstag ist, ist doch gar nicht mal so viel los, hat man schon auf dem Parkplatz gemerkt. How is it going? Everything okay? Is it fun? Nice, there's a small wind breeze. It's good. Good weather. Yeah. 1 Kilometer, pass. Yeah. Oh. So nah, ein Vogel kommt auch noch. Süß. Sie aufwiegen. Das Fahrrad läuft sehr gut, oder Bodo? Die Strecke ist auch ziemlich flach, gibt es eigentlich kaum Hügel, irgendwas. Also, ja. Geht leichter als erwartet. Klar, die Strecke ist jetzt nicht mehr ganz so blitzblank. Gibt schon ein bisschen wegen der vielen Sonneneinstrahlung. Der Hitze merkt man schon, das beeinträchtigt das. Den Belag schon ein bisschen, aber. Kommt schon das nächste Flugzeug, Air Asia. Und jetzt sehen wir es noch, der Airport Link, der Zug. Hier, ganz links, ist auch gerade über die Brücke gefahren.
Hier einer der ganz wenigen Hügel. Und dann geht es jetzt auch, Vorsicht, durch den Highway, also die Autostraße, die zum Flughafen führt, und das ist der Skytrain, also der Airport Link. Immer geradeaus. Bodo, weißt du noch, wann der Flughafen eröffnet wurde in Bangkok? Ungefähr. Warum Siu? Sucht sie sich einen neuen Song aus, oder? Schaut chinesisch aus. Weiß nicht, hä? Jetzt sieht man den Flughafen schon genauer. Okay, weil da ist früher viel Fahrrad gefahren. Oh. Nee, kein Kaugerei. Kannst du mit denen in die Wette fahren? Hier genau. Zum Jordan. Und so ein bisschen Pause machen. Die gibt es auch immer wieder so. Asphaltierte Stellen. Ah, aber hier Hongnam in 100 Meter. Genau, das ist dann ein größerer Rastplatz mit Toilette. Gibt es auch in regelmäßigen Abständen. Schauen wir mal. Ich glaube, da ist vorbeigefahren. Ja, echt schön. Alles. Okay, weiter. Bodo kommt schon. Let's go! Um den größten Flughafen Thailands. Macht echt Spaß. Tolles Gefühl der Freiheit. Und auch tut einfach mal gut, rauszukommen aus den Hochhäusern, aus dem wuseligen Stadttreiben. Und das Fahrrad ist echt super. Dafür, dass es auch das günstigste Basic ist, klar, 400 Baht. Ist auch Geld, aber nee, wirklich top. Hat 24 Gänge. Links und rechts die Gangschaltung. Klingel. Auch gut. Nur vielleicht hätte es noch einen Gepäckträger haben können, aber da hat die ein bisschen Probleme mit ihrer Tasche. Da wäre ein Rucksack besser. Ja. Ist halt eher so ein bisschen dafür ausgelegt zum Sportradeln. Das merkt man schon. Okay, schau, also der rechte Streifen ist anscheinend nicht für die Schnellfahrer. Von was weiß ich schon, gell? Das ist wie
Emergency, ja. Ja. Rettungswagen. Und jetzt sehe ich es auch hier, steht sogar die Nummer drauf. Also wenn man ein Problem hat, irgendwelche Hilfe braucht, kann man anrufen, je nachdem. Normale Assistance, also normale Hilfe, wenn es nichts Schlimmes passiert, oder Medical Assistance, dann kommt der Rettungswagen anscheinend. Pause, oder da? Ja, mach das Trinken. Also mittlerweile wird es doch ziemlich heiß. Ungefähr 10 Kilometer schon. 10 Kilometer? Ja. Jetzt sind wir gleich am südwestlichen Punkt. Alles okay, Bodo? Nur das Problem mit dem Sitzen nicht. Der Sitz, ja. Bisschen starr, oder? Bisschen starr, oder? Ja. Sind schon gut, aber... Ja, wenn man halt so nicht so oft fährt. Mhm. Ich bin jetzt den Sitz auch nicht so gewohnt. Hast du noch Wasser? Ja. Oder können wir haben? Kannst du nehmen? Wir hätten ein bisschen mehr Wasser mitnehmen sollen. Jetzt teilen wir uns das. Kann ich? Ja. Okay. Oh. Geht. Okay. So Durst. Bitte. Wo ist die Pinau? Wo ist die Pinau? Müsste gleich kommen. Jetzt weiß ich auch, warum jetzt noch nicht ganz so viel los ist, auch am Samstag. Schon wegen der Hitze wahrscheinlich. Obwohl es heute, es geht, ein bisschen Wind ist auch. Aber schau mal hier, Lichter. Also die Strecke ist auch beleuchtet, gell? Am Abend. Ja, das Strom von, wie heißt das, Solarzellen. Wirklich? Ja. Sie steht da oben. Ah, tatsächlich, ja, genau. Ja. Sind Solarzellen sogar oben drauf. Super. Ja, ist gut. Das funktioniert hier natürlich auch super. Genau, und man kann hier bis 21 Uhr fahren. Also um 6 wird es ungefähr dunkel, 6, halb 7. Ja. Da macht es dann bestimmt auch fast noch mehr Spaß. Ja, schwierig zum sagen, so sieht man halt mehr. Hier direkt neben dem Kanal. Okay, kleine Pause, dann geht's weiter. Okay, neue Nachricht von meiner Freude. Sie ist schon müde, weil diese Woche sie muss ganzen Wochen viel arbeiten. Und wenig schlafen auch und sie kommen ja ein bisschen heute so warm. Und dann sie sagt, oh, ich kann nicht schaffen, ich bin, wie heißt es, der Bellum. So. Musste sie da anrufen, oder? Ja, und dann sie muss hier die Nummer anrufen und ich möchte sie kommen für sie, mit sie abholen. Aber ist nicht zu schlimm, oder? Nein, ja. Alles gut. Sie schafft es halt nicht, oder? Ja, sie rufen sie an. Bisschen wenig Power jetzt, weil sie hat auch wenig geschlafen, hast gesagt, nur 5 Stunden am Tag oder arbeitet sehr viel. Was arbeitet sie? Sie ist Producer von der Cosana. Für Werbung? Werbung von Unilever, kennst du? Oh ja, okay. Machen die. Mhm. Dann managt sie für die Kunden das. Ja, das. Okay, dann, was hat sie gesagt? Das ist, was sie... Ja, ich kenne das. Also, aber fahren wir weiter? Fahren wir weiter, oder? Ja, aber sie hat die Luft von mir schon, sie hat... Sie schaffen schon, aber sie rufen sie, ich möchte sie kommen. Wir treffen sie dann wieder da am Anfang, oder? Ja, genau. Und ich sage, ja, wenn du alles in Ordnung, sag mir Bescheid. Gut, dann fahren wir weiter, oder? Toilette. Ja, ich war mir bei dem Abstand nicht sicher. 5,5 Kilometer. Ja, ja, genau. Und genau, Maschinen, für, also Getränkeautomaten gibt es. Mhm. Aber leider braucht man hier auch, also man müsste Geld draufladen davor.
Wir haben jetzt nichts gemacht, gell? Ja, weil... So, du hast noch. Wir können nicht das machen, weil haben wir kein Geld. Weil nur einmal sie sagen, oh, du kannst nicht, wie heißt es, dümmen. Jetzt haben wir Glück. Da hat den Mann gefragt, ob er uns helfen kann. Wir haben ihm das Geld gegeben, Bargeld. Jetzt lässt er uns was raus. Ist auch günstig. 10 Baht fürs Wasser, 15 Baht für die 100 Plus. Er wollte das Geld jetzt nicht nehmen, oder? Ja, da war so nett. Komm gut mal nach Hause. Okay. Ja, Thai. Von Thai JD. Thailänder sind so nett. Ja, zurück. Ja, ich wollte eigentlich das Geld. Okay. Hier, das für dich. Danke. Okay. 100 plus. Das habe ich zum ersten Mal, Moment, in Malaysia getrunken. Der isotonische Drink. Fresh. Okay. So geht's dann gestärkt weiter. Und endlich wird es ein bisschen kühler, man merkt es voll. Es ist Sonnenuntergang und das ist schon ja, fast die Hälfte, so ziemlich. Jetzt sind wir am südwestlichen Punkt. Hier geht es um eine interessante Kurve. Pump Station vorbei für den Kanal. Cooles Klapprad, das ist wirklich sehr klein. Kilometer, genau. Haben wir schon über die Hälfte. 23 sind sie insgesamt. Jetzt am südöstlichen Ende. Kleine Rastpause nochmal hier, oder? Ja, ich habe auch jetzt schauen müssen, wie das geht. Einfach hier einhängen, den Sattel. Sunset. Hier ist eine der schönsten Stellen, oder? Geht's? Soll ich dir helfen, Bruder? Okay. Bruder hat gerade gesagt, kein Licht am Fahrrad. Hoffen wir, dass es gut ausgeleuchtet ist. Die Lichter sind jetzt auf jeden Fall schon angegangen. Und man merkt, jetzt sind schon deutlich mehr Radfahrer unterwegs. Aufpassen, sich dann eingliedern. Okay, und weiter geht's. Schon wieder eine andere Stimmung jetzt. Halbdunklen.
23,25 Kilometer, also ein bisschen länger, ein bisschen mehr als 23 Kilometer. Wir sind jetzt, so wie es ausschaut, am Ende, genau mit dem Einbruch der Dunkelheit. Und ich habe gerade auf die Uhr geschaut, es ist genau 6:30, also 2,5 Stunden haben wir jetzt gebraucht. Wo geht's lang? Hier, glaube ich, da sind die Gates. Songchom Mon Krung. 2,5 Stunden mit den vielen Pausen. Wir haben sie ja relativ gemütlich angehen lassen. Ha. Schön. Okay. Dann wieder einmal abstempeln. Und dann sind wir zurück. Also haben wir geschafft ungefähr 22 Stunden und habe. Gell? Ja, 2,5 Stunden. Ja, genau. Ja, das macht Spaß für mich. Ja, schon lange nicht mehr Fahrrad fahren. Foto, war in Ordnung für dich? Bis auf den Sattel war das in Ordnung. Bis auf den Sattel. Ja, ja, das war schön, gestern war schon. Den sind wir nicht gewohnt, so ein Mountainbike-Sportsattel, das ist schon klar. Aber ja, hat Spaß gemacht. Ja, genau. Schönen also, Tag heute. Gut. Ja. Danke fürs Zuschauen und bitte lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere unseren Kanal für neue Videos aus Bangkok und anderswo. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Guten Abend aus Bangkok. Tschüss. Tschüss.